Seit 2013 ist der innovative Elektrolastwagen der e-Force One AG auf den Straßen anzutreffen. Der erste serienreife vollelektrische E-Lastwagen, genannt e-Force, mit einem Gesamtgewicht von 18 Tonnen, benötigt nur rund ein Drittel der Energie eines Diesel-LKWs. Er stößt weder Rußpartikel noch CO2 aus. In der Stadt ist der elektrisch angetriebene Lastwagen praktisch lärmfrei und bringt so die Bürger nicht um ihren wohlverdienten Schlaf. Der Lastwagen mit Elektroantrieb weist ein hohes Drehmoment auf, das von der ersten Sekunde voll verfügbar ist. Bei Stop-and-Go-Verkehr beschleunigt der e-Force somit schneller als vergleichbare Dieselfahrzeuge. Mit einer Spitzengeschwindigkeit von 90 km pro Stunde hält er im Berufsverkehr problemlos mit. Durch die hocheffiziente Rekuperation wird bei einem Bremsvorgang wertvolle Energie zurückgewonnen. Die voll aufgeladenen Akkus des e-Force können diesen über eine Strecke von über 300 km bewegen. Mit einem einfachen und raschen Akkuwechsel ist es möglich, die Reichweite innerhalb weniger Minuten beliebig zu vergrößern. Mit Aufladestationen an den LKW-Terminals kann das Fahrzeug während des Aus- und Einladens immer wieder mit neuer Energie versorgt werden. So lässt sich die potenziell mögliche Strecke beliebig lang verlängern. Über Nacht kann der e-Force innerhalb nur 6 Stunden komplett aufgeladen werden. Mit tiefen Betriebskosten, geringem Energieverbrauch sowie niedrigen Wartungs- und Reparaturkosten überzeugt der e-Force auch in ökonomischer Hinsicht. Neben den Anschaffungsaufwänden und den zuvor genannten Kostenfressern kommen bei herkömmlichen Diesellastwagen zusätzliche Steuern und Abgaben hinzu. Diese fallen bei einem elektrisch angetriebenen Lastwagen teilweise weg. In der Schweiz entfällt so beispielsweise die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe LSVA zu 100%. E-Force One AG